Hallihallo liebe Freunde von Blockstorm, willkommen zu einer weiteren Runde. Ja, heute dabei der Andi. Nee, der Andi ist gerade raus. Was? Ja. Kann ich das weg? Reicht mit Blockstorm. Okay, aber ich mache natürlich weiter. Hier noch mindestens eine Folge werde ich heute aufnehmen. Ich habe heute nämlich einen kleinen Aufnahmemarathon. Und zwar nicht nur von Blockstorm, sondern auch von anderen Spielen. Bin aber mal weg. Alles klar, bis später. Bis später. User ja, disconnected from your channel. Das war der gute Andi. Als Gast. Aber nur um Tschüss zu sagen. Ach, ich habe auch gedrückt, da war er schneller. So eine Kacke. Ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Team. Rot ist an dieser Stelle hier nicht so mega klasse für mich. Aber wir müssen ja auch mal die anderen Seiten nehmen. Scheiße, der war nicht gut. Ja, ich hatte mir schon überlegt, ihr müsst mir auf jeden Fall hier was aufbauen, aber ich habe keine Ach, guck mal, deswegen, da baut einer auf schön rot neben mir. Ach. Das war ja dumm von dem. In meinen Spawnschutz reinzulaufen. Oh Gott, viel zu viele Gegner auf einmal für mich. Nein, und das war ein sehr guter Schuss. Aber ich habe das Gefühl, ich spiele ganz alleine gegen alle. Weil die so eine Kacke hier machen. Ja, ich... Die machen nur Scheiße jetzt gerade in der Runde. Meine Spieler. Was soll denn das? Alter, ist der gut. Ich habe gedrückt, aber irgendwie hat er nicht geschossen. Ich weiß, ihr hört es nicht. Ich würde es euch ja gerne mal zeigen. Also zeigen, haha. Ihr hört es nicht, zeigen. Der ist gut, oder? Ich zeige euch auch immer Töne. Ich lasse sie euch nicht hören, ich zeige sie euch. Ich male ein Bild davon. Leider. So, so. Und ich komme hier nicht mehr rauf.
Schüsse wären es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 knapp. Fast das ganze Magazin. Oh, das war einer von uns. Eigentlich müsste man sich eine andere Stelle suchen, oder? Das lässt sich hier leider nicht so gut bauen wie Blockstorm. Oh, da hat er ganz schön geschwenkt gerade beim Laufen. Tja, wo sind die Gegner? Na, der spielt hier nicht besonders gut, muss ich sagen, leider. Naja, der hat auch keine Präzisionswaffe, der hat eine ich halte drauf und hoffe, dass ich treffe Waffe. Funktioniert ja auch oft, wie man es zum Beispiel an diesem Super Wii sieht, der kann das halt. Ach scheiße, ich wollte mich gerade rüberbauen. Aber dadurch, dass meine nur Spraywaffen haben und damit nicht umgehen können, gibt es auch keine Absicherung. Ich habe doch noch geschossen, wo ist die Kugel hin? Die ist durchgeflogen. Ich gib's da. Jetzt hat er meins zerstört. Er ist ein Idiot, Alter. Sondergleichen. Wie kann man so bescheuerte Leute im Team haben? Ja, das war mein Versuch, mich rüberzubauen. Mir eine neue Position zu suchen. Danke dafür, dass du alles kaputt gemacht hast, du Vollspacko. Jetzt schießt er meine Sachen wieder. Er ist ein Idiot, Alter. Ja, okay, hier mit solch Spielern werde ich definitiv keinen guten Score erlangen. Okay, das konnte man nicht sehen.
Ach, leck mich doch am Arsch, ich hab da voll draufgehalten. Na gut, die ist ja nicht die beste Waffe, das weiß ich. Ich hab nicht das beste Team, ich weiß. Ach Leute, ist alles nicht so einfach. Aber ich werde mich dann bei anderen Spielen ab- oder aufreagieren. Regen. Ja, der Flug. Was war das denn? Habt ihr gesehen, wo die Schüsse herkamen? Aus allen Richtungen? Sag mal, ich schieß doch auf den. Wo ist denn meine Kugel? Das finde ich ein bisschen sehr scheiße. Also ich finde es okay, wenn er mich tötet. Völlig legitim, alles okay. Aber meine Kugel, wo ist die? Die verschwindet immer. Oder geht durch ihn durch. Ich verstehe das nicht. Ist ja schon jetzt zum dritten Mal. Naja, auf in die nächste Map. Ich will mal was uns nicht gewählt wurde. Na, Angriff oder Verteidigung? Wir haben das Spiel mal Verteidigung. Wir sind in letzter Zeit so oft angegriffen, Angriff hier gewesen auf der Map. Oh, die geht übrigens 5 Minuten länger. Da habt ihr heute eine etwas längere Folge. Ich wollte eigentlich 22 Minuten aufnehmen. Jetzt werden das dann wohl 26 Minuten. Pi mal Daumen geschätzt. Weil ich immer nicht auf die genauen Zeiten achte. Natürlich! Schöner Headshot gegeben mit der Waffe. Mache ich auch immer. Ich spray drauf und kriege sofort einen Headshot. Na, der nächste Headshot? Nein. Hätte ich mich aber gefreut. Nicht. Ich finde es ein bisschen komisch. Ah, und diese Spawnzeiten. Ah. Alter, war das schlecht! So. Nein, nein, ich war zu langsam, ich war viel zu langsam. Das ärgert mich jetzt gerade richtig, weil ich hätte den abknallen können, da war drin und ich drücke und drücke und drücke und das war zu langsam. War aber okay, war alles okay. Alter, 16 Sekunden geht gar nicht.
Ja, es gibt noch ein paar Punkte. Hallo? Guck mal, schon wieder durch. Mir fehlt hier unten, dass die Leute das dicht machen, damit das so ein bisschen kanalisiert, trichtermäßig auf mich zugeht, um dann tatsächlich in die Leute reinzuschießen, weil momentan haben sie alles offen. Wäre mal schön, wenn mal einer von uns wieder auf die Base gehen würde. Ach so, nur bei denen klappt es nicht, okay. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann der im Spring schneller schießen, als ich, der gezoomt hat? Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Sorry, aber der hat überhaupt keinen Nachzug. Ich meine, bei mir schwappt der doch auch hinterher. Und ich stehe, ich bin ruhig und der kann das aus dem Sprung raus. Also irgendwas stimmt da definitiv nicht. Das ist nämlich jetzt nicht zum ersten Mal. Beim anderen habe ich gesagt, schöner Schuss oder so. Weiß ich nicht mehr. Habe ich auf jeden Fall hingenommen, weil ich dachte, das ist wirklich so. Aber langsam, mit dem stimmt was nicht. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Niemand kann aus dem Sprung so genau schießen, ruhig. Ja, ich reagiere mich gerade ein bisschen innerlich ab. Ich werde ruhig, gelassen, ausgeglichen.
Natürlich in der Luft, ganz ehrlich, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das ist definitiv ein Cheater. Der hat ja in der Luft mit jedem Schuss getroffen. Während ich von der Granate weggeflogen bin. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das geht. Na gut, das geht, aber, ne? Ach so. So, jetzt warte ich. Wir wollen ja mal gewinnen. Und wir werden gewinnen. Ach, der ist rausgegangen. Ach, das ist ja merkwürdig. Ich kann nicht verhungern. Was für ein Idiot. So, 1,5 Minuten mehr, 2 Minuten warten. Vielleicht kann ich ja von oben hier noch ein bisschen runtersnipern in der Zeit. Auf der anderen Seite, habt ihr gesehen? Der soll sich mal durchgraben. Na komm, grab dich durch. Na, ich krieg das ja angezeigt, da muss ja eine gewisse Zeit drauf bleiben.
Auch schon vorbei. Schade. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch trotzdem gefallen. Und dass wir uns in einer weiteren Folge von Blogstorm wiedersehen. Danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss, Leute.